Schuster wollte gestern seinen Augen kaum trauen. Hören Sie mal genau hin, wie enttäuscht er war. So blind sind die. Der Frust nach 90 Minuten war groß, dabei hatte es doch eigentlich ganz gut angefangen. Köln war spielbestimmend, hatte in der ersten Hälfte eine Reihe von guten Chancen. Wie hier nach Flanke von René Hahn, Mannschaftskapitän Edgar Schmidt. Der wohl spielentscheidende Moment passierte bereits nach 10 Minuten. Igor Drobowolski schied nach diesem Pressschlag mit Thomas Bredaric verletzt aus Verdacht auf Meniskusschaden. Die Folge, Uli Maslow änderte seine bis dahin auf Mitspielen ausgerichtete Taktik. In der Halbzeit haben wir unsere Taktik umgestellt. Wir haben schön hinten drin gestanden und dann selbst gekontert. Wir haben nicht mehr versucht, das Spiel zu machen, weil wir können Igor nicht ersetzen. Die Mannschaft hat sehr gut gestanden. Wir haben auf unsere Konterchancen gewartet und es ist aufgegangen. Wir haben Glück gehabt. Glück und kräftige Mithilfe der Kölner bei allen drei Toren. Matthias Mink mit einem katastrophalen, weil ohne Bedrängnis gespielten Fehlpass. Dann segeln im Mittelfeld gleich zwei Kölner am Ball vorbei. Hier und zu guter Letzt zeigt Nico Niziella Zweikampfverhalten wie ein Nachwuchsspieler. Der Rest ist Formsache für Iglitare, der bis dahin kaum zu sehen gewesen war. Aber nochmal, als letzter Mann darf Niziella nie und nimmer so viel Risiko spielen. Weniger wäre hier sicher mehr gewesen. Wir kennen den Satz, Tore fallen, weil Fehler passieren. Zweites Beispiel nur 5 Minuten später. Krisenherd wieder Niziella, dann kommt Junga Muhani an den Ball und achten Sie einmal drauf, Niziella konzentriert sich nur auf den Mann, dann wird Jankula nicht angegriffen und Rudi Istinic versenkt das Leder zum 2:0. Gut, die Hälfte der ca. 7000 Zuschauer im Kölner Südstadion hatten ihre helle Freude am vorgezogenen Sonntagsschuss von Istinic. Andere wussten gar nicht so recht, wohin mit ihrer Wut. Bernd Schusters Leidenszeit war noch nicht vorbei. Das 3:0 wiederum nur 4 Minuten später war der Höhepunkt des Festivals der individuellen Fehler. Istinic, der mit dem Westerbeek tanzt. Seine Flanke ungefährlich wäre dann nicht Andreas Wessels. Der überreicht sein Geschenk gleich persönlich. Der Beschenkte ist wieder Iglitare. 3 Tore, 3 Punkte, die Glücksgöttin auf Seiten der Düsseldorfer. Fortuna verliert gegen Fortuna, weil Fortuna mehr Fortune hatte. Zurück blieb ein etwas ratloser Trainer, aber was soll er auch machen? Da muss ich erstmal drüber schlafen bis morgen.